Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ark Survival Evolved. Mois, sind die nicht süß? Ich bin ja so gespannt, ob das hier funktioniert mit den Dino-Ei. Oder ob da nichts passiert. Oh, Level Up. Geben wir mal ein bisschen Power hier, den kleinen Kerl. Den werde ich auch mal mitnehmen, glaube ich. Den müssen wir mal ein bisschen aufleveln. Mal machen tun. Was habe ich noch dabei? Ja, ein bisschen Beeren zum Essen. Ordentlich Kot. Was ist eigentlich mit dir verkehrt? Geh mal hier von meinem Grundstück runter. Na, es mag noch nicht so recht wachsen. Kleines Problem dabei ist halt auch, dass das ja ein Local-Host-Spiel ist und da schätzungsweise dadurch, dass ich halt hier nur immer eine halbe Stunde oder Stunde spiele, da kann da halt auch nicht wirklich was wachsen. Es braucht wirklich lang, bis da was wächst. Ah, da hat schon wieder jemand was fallen lassen. Und da auch. Ja, ich spinne. Das ist ja Wahnsinn. Ja, gucken wir mal, ob wir hier ein paar freundliche kleine Dodos oder sowas finden. Komm. Wir sind hier doch nicht zum Spaß da. Dass wir den vielleicht ein bisschen aufleveln können. Da müssen wir nochmal auf Attack My Target einstellen. Genau, ansonsten macht er nämlich hier erstmal gar nichts. Boah, nicht schlecht, also. Jo, wirf den mal hin hier. Wir müssen ja schlachten, ey. Ich kann ja nicht hier auf sein Inventar zugreifen. Dann werden wir mal ein bisschen powern. So, der ist ja echt. Der ist doch nur Level 3. Habe ich eigentlich dabei, was so schwer ist? Ich habe einen Haufen Steine dabei, ja. Wir sind halt leider hier. Na? Level 16 ist. Bald sind wir Level 17. Aber das kleine Problem, sagen wir, haben wir hier nur. Oh, darf's gleich weitermachen. Das kleine Problem, wenn man nur. Tiere hier fangt oder züchten möchte etc. Man sammelt halt relativ wenig Erfahrung. Und wenn man dann mit seinem Tierchen hier unterwegs ist, oh, das ist eine Dodo-Kolonie, aber hallo. Geben wir jetzt dem Kleinen mal richtig was zu tun hier. Nicht schlecht. Ah, okay, den hat er also. Er hat nämlich eine Fähigkeit. Der hat Gift in seinem Stachel natürlich, ist ja ein Skorpion. Und der betäubt die Tiere. Und was anscheinend ganz gut ist, sobald die bewusstlos werden, greift er die dann auch nicht mehr an. Da gerade so aus. Da könnten wir doch gleich mal was ausprobieren. Komm mal mit. Das wäre mal interessant. Oh, heute habe ich ein bisschen. Ja, oder minder schwere Probleme. Na, Vögelchen. Attacke! Das kommt mir ein bisschen so Pokémon-mäßig vor. Ist natürlich hier unser kleiner stachelbewehrter Freund ein bisschen im Weg. Kommt, geh mal weg. Ah, hey, hier. Wenn du im Weg stehst, tut mir leid. Na, vielleicht kriegen wir hier so einen Flattermann. Was ist der Level 17?
Jetzt hängt hier der andere hinterm Stein fest. Komm. Wart unterwegs. Schauen wir mal. Level 16. Ah, gut, sie haben korrigiert das. Nee, anscheinend nicht. Komm her. Stinger? Bitte herkommen. Der prügelt da jetzt hinten fröhlich auf den Parasaurus ein. Und man sieht tatsächlich, also es ist keine Anzeige gekommen, dass der hier den getötet hat. Sehr geil. Wir sind durstig. Geil, Kleiner. Also, würdest du bitte aus dem Boden rauskommen? Okay, den kann man wirklich gut zum Tiere zähmen verwenden. Beziehungsweise, um einfach die Tiere bewusstlos zu bekommen. Das wäre natürlich interessant. Ich müsste den schon ein bisschen noch vom Level her ein bisschen aufbauen. Starten die echt so schnell? Normalerweise sind die doch. Ah, lass mal den mal jagen gehen. Das Gute ist, der rennt da nicht ewig dem blöden Vogel hinterher. Das ist schon mal top. Wir haben jede Menge Fleisch, das geben wir halt mal wieder hier unserem Kumpel. Top. Das wiegt relativ wenig, das ist gut. Die haben anscheinend auch ein bisschen was wieder mit dem Gewicht gepatcht. Dass das hier nicht ganz so viel wiegt alles. Jetzt hätte ich gern irgendwas, was relativ einfach ist. Ich weiß nicht, wie viel der aushält. 11.350. Ich habe jetzt keine Lust, dass der nämlich stirbt. Level 27. Nee, das lassen wir mal. Eher so ein bisschen Kleintiere möchte ich noch. Was haben wir hier? Fortitude, Movement Speed, Melee Damage. Melee Damage ist gut, das wirkt sich auch auf Bögen und sowas aus. Okay. Haben wir gelernt, Narkotik? Mortar und Pestle haben wir auch schon gelernt. Müsste ich eigentlich mal bauen. Raptor-Sattel. Ja, wir haben noch keinen Raptor, leider. Leider erst bei Level 20 den Betäubungspfeil. Dann werde ich mir auch einen Raptor holen, glaube ich. Kompostbin. Ja, wir haben bloß 13 Punkte. Also zuerst hole ich mir mal Stone Arrow. Den brauche ich auch später eben, um das Ganze weiterzulernen hier. Large Storage Box. Okay, wir haben gerade nicht so viel, was wir lagern müssten. Ich überleg's mir noch mit dem Kompost. Der ist zwar eigentlich ganz gut, wenn man eben. Hallo? Wo ist mein Tierchen schon wieder? Kann mir irgendjemand sagen, wo mein Skorpion ist? Also ich bin doch nicht verwirrt, der war doch gerade eben noch neben mir. Wir haben auch irgendwie nichts angeschossen, dass der was jagen würde.
Der fliegt hier fröhlich seine Runden. Stinger! Oh, da ist er ja. Du kleiner Rotzlöffel. Habe ich dir irgendwas getan? Komm. Wo war ich gerade stehen geblieben? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Danke. Wirklich sehr nice. Level 3, den kriegen wir down. Den kriegen wir down. Der ist auch nicht hier Mate boosted oder so. Der steckt auch hier schön fest. Gucken wir gleich mal, was der hier aushält. Also. Okay, den hat er direkt platt gemacht, also. Oh, nicht schlecht, unser Kleiner hier. Nee, genau, mit Kompost. Kompost, Kompost, Kompost. Man kann halt mit dem Komposter hier Dünger herstellen für die Pflanzkügel. Aber da wir leider so wenig hier in dem Spiel drin sind, ja, rentiert sich das nicht so. Wir können es noch normal düngen, das Ganze. Wie sieht es bei dir mit Level aus? Hm, bald kriegt er ein Level ab. Ah, ich bin auch am Überlegen, ob ich ein bisschen außerhalb vom Gameplay noch spielen soll, damit das hier mal ein bisschen schneller geht, beziehungsweise dass ich ein paar Level krieg. Das mache ich halt relativ ungern. Okay, wenn ich den anschieße, kommt der mit. Das ist schlecht. Nee, weil dann könnte ich mal mehr Erfahrungspunkte sammeln und sowas. Aber eben, wie gesagt, das ist. Ich könnte es eigentlich machen, weil das Spiel ist sehr langwierig. Es ist wirklich sehr langwierig, bis man hier was aufbauen kann, etc. Und. Okay, da unten ist ein Dilo drin. Irgendwo. Naja, wenn der rauskommt, kümmert sich unser Stachler. Es ist, wie gesagt, langwierig. Es dauert alles relativ lang, bis man ein Level kriegt und was haben wir denn hier Schönes? Oh. Ist dem sein Ei? Genau, immer schön die Agro selber ziehen. Das Tierchen da hinten lassen wir einfach genau schön von hinten angreifen, weil er hält noch nicht viel aus und wir wollen ja nun ja nicht verlieren. Aber wir haben einen. Irgendwie glitschen die gerade ein bisschen arg in den Boden rein, die lieben Dinos hier. Wir haben Trike-Eye. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich damit machen soll. Genau. Also ich kann es bis jetzt essen, das weiß ich ja. Ich könnte es auch mal dem lieben Trike hier ins Inventar reinstecken. Was ist das eigentlich? Ein Männchen. Ja, der kriegt jetzt einfach mal das Ei mit rein. Wird schätzungsweise leider nichts passieren. Was ist denn mit euch los? Wer füttert euch mit so komischem Zeug hier? Level up. Okay. Damage, können wir noch ein bisschen rauf. Ich will so 280 Damage ungefähr. Euch geht's auch hervorragend. Ihr kriegt's ein bisschen Health, nicht, dass er. Sollt euch mal was angreifen? Ich weiß es ja nicht.
Da kickt mein Freund das Tierchen hier zu mir. Komm da mal bitte raus. Immer noch kein Level. Wahnsinn. Das Blöde ist halt bei mir, der Level, der nimmt halt auch nicht so zu. Dafür müssen wir halt craften und ein bisschen was abbauen und ja. Dich mal reparieren. So, und irgendwann kann ich dann nämlich auch noch Eisenzeug herstellen. Tippel, tippel. Das ist so ein komisches. Komm, zisch nochmal so komisch. Die kleinen Ärmchen da vorne. Ah! Also dieses Geräusch, das ist gigantisch ekelhaft. Aber das ist schön, dass der kaputtes Fleisch ist. Dann brauchen wir nämlich das Gute von uns zu geben. Wir haben schon wieder relativ viele Steine verbraucht, aber wir haben ja hier eine schöne Insel, da wo sehr viele Steine drauf rumliegen. So, Level 9. Ah, ich denke, den kriegen wir auch klein. Nicht angreifen, nicht hier mein Viech. Könnten wir jetzt natürlich auch noch Pfeile machen und so, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Sind aber auch relativ. Es geht eigentlich. Die kosten, glaube ich, Flint. Flint, Fiber. Flint und Thatch und Wood. Flint Fiber Thatch. Okay, noch billiger. Könnte ich mir eigentlich. Können wir jetzt eigentlich mal einen Bogen craften? Nice, nice, nice. Oh, jetzt haben wir einen Bogen. Hinten ist ein Dilo, aber den mag ich jetzt gar nicht zähmen. Ich kann ja nicht bloß immer zähmen hier. Ich muss auch mal töten. Bei dem Bogen, ganz wichtig, das Zielen, das ist relativ schwierig, finde ich. Also am Anfang, weil man immer viel zu hoch zielt. Man sieht, der hat richtig Power. Und wir haben wieder einen Pfeil zurückbekommen. Coolerweise. Hätte ich noch. Ich gehe da drüben mal die ganzen Schildkröten so eine nach der anderen mal plätten. Kriegen wir noch ein bisschen Fleisch und vielleicht noch ein bisschen Erfahrung. Das ist ganz cool. Später werde ich dann aber wieder ohne meinen Freund hier durch die Lande ziehen. Wie schon erwähnt. Hallo? Genau. Ein auf mich. Schön auf mich, genau. Oh, ich habe mal den Kill abgekriegt. Schnell was schnabulieren hier. Oh, ich brauche nämlich auch mal ein bisschen Erfahrung wieder. Hier kriegen wir die ganzen Pfeile zum Teil wieder. Muss man auch aufsammeln, glaube ich, bevor man nämlich das Tier hier zerhackt. Ansonsten sind die sowieso alle weg. Kleine hier.
Hat immer noch kein Level Up, aber der sieht nämlich schon ein bisschen mitgenommen aus. Von dem her stellen wir den jetzt einfach auf Passiv hier. Und da macht er gar nichts mehr. Also da muss ich mich allein hier um die Viecher kümmern. Und die greifen dann auch dementsprechend nicht meine Tiere an. Was sieht, der schaut einfach nur zu. Läuft so ein bisschen mit. Was dabei ganz lustig ist, wenn man jetzt mit so einer Horde Dilos unterwegs ist, da kann man die seine Opfer ein bisschen sperren. Die lassen dann so wie hier einfach vor das Opfer hinstellen. Und dann können die nicht weiter, weil die greifen dann die Dilos nicht an, weil die ja auf Passiv gestellt sind und somit die Opfer nicht angreifen. Und wo zum Henker laufe ich hier eigentlich hin? Genau. Und ja, die lassen die dann einfach stehen und können aber trotzdem nicht weiterlaufen. So wie jetzt. Neun Stone Arrow. 15 haben wir verbraucht, weil ja die. Was? Echt? 5 oder 11? Waren irgendwas um die 20, hatte ich vor. Ich glaube, dann nehme ich lieber wieder hier mein gute alte Slingshot. Ist nämlich fast genauso stark. Nur braucht sie eben halt hier nur die Steine. Eindeutiger Vorteil, hätte ich gesagt. Ah, der steckt im Baum. Das wird mal wieder wunderbar ausgenutzt. Die halten halt schon sehr viel aus, die Schildkröten. Sind dafür aber relativ einfache Gegner, wo man sich am Anfang suchen kann. Ich denke, nächstes Mal werde ich mich hier ein bisschen so mit, also ich werde hier vielleicht so eine kleine Brücke drüber bauen. Und vielleicht hinten auf der anderen Seite auch, wo mich letztes Mal die dummen Piranhas angefuttern haben. Ist wie ein Kühlschrank, ist der. Cool, cool. Was geben wir ihm? Mehr Damage. Auch ein bisschen mehr. Er soll eigentlich alles one-hitten. Ja, so denke ich, werde ich das machen. Hier mal ein bisschen bauen. Dann kriege ich nämlich auch wieder Erfahrung. Da werde ich dann mit meinem Trike hier ein paar Mal auf- und ablaufen und Bäume farmen eben. Wie gesagt, dann kriege ich Erfahrung und auch eben die Ressourcen, was ich fürs Bauen brauche. Und sobald nur Level 20, glaube ich, war es, haben, werde ich mich ab hinter zu den Raptoren machen. Ich weiß da nämlich ein Gebiet. Ah, da ist er. Boah, sieht schon übel aus. Genau, da hinten, wo ich nämlich hier den Stinger her habe. Wenn man ein bisschen weiter geht, gibt's Raptoren und Karnos und T-Rex, soweit das Auge reicht. Möchte ich aber erst hin, wenn ich eben dementsprechend die Narkosepfeile habe. Und dann werde ich mir da einen holen. So einfach ist die Sache. Level up, der kriegt noch ein bisschen Health. Narco Berries könnte ich eigentlich
Haben wir echt nur noch eine? Eine Narcoberry? Okay. Ja, macht jetzt nicht so viel. Da ist auch alles leer bei denen. Er noch was drin? Nö, hat er auch nicht. Der kriegt noch das ganze Fiber hier rein. Brauche ich später auch noch zum Bauen. Oh. Eieiei, wir haben Kacke ohne Ende. Also hier jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, es ist nicht schlechter Loot, es ist Kacke. Ah, okay, der hat auch noch Fleisch drinnen. Das tun wir aber hier alles, alles beim Stinger mit rein. So, optimal. Machen wir das so. Wunderbar. Genau, wird nächste Woche, nächste Folge so ein bisschen farmen, bauen. Trotzdem noch alles töten, was rumläuft, dass wir einfach mal ein bisschen weiterkommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächstes Mal. Servus, macht's gut.